Moin und herzlich willkommen. Ja, was macht man als Unternehmen Anfang der 80er Jahre zur Hochkonjunktur der Videospiele? Und wenn es dann immer noch Eltern gibt, die sich energisch jeglicher Unterhaltungselektronik im Haus verweigern? Na klar, man bringt die Videospiele als Brettspiel in die Kinderzimmer. Ja, Halleluja. Und wie gut oder schlecht das funktioniert hat, das schauen wir uns gleich mal an. Und zunächst werfen wir dann einen Blick auf den Original-Spielautomaten. Viel Spaß dabei. Das ist also der Spielautomat Frogger. Ich glaube, den kennt fast jeder. Muss man diesen grünen Frosch über die Straße bringen, ohne überfahren zu werden, dann den Fluss überqueren, in dem über Schildkröten und diese Baumstämme gesprungen wird. Und dann muss man jeden einzelnen Frosch dort oben in ein Feld verbringen. Hat man das geschafft, kommt man ins nächste Level. Ja, wie bringt man das jetzt als Brettspiel auf den Markt? Wir schauen uns das mal an. Hier nun also Frogger als Brettspiel, das genauso viel Spaß verspricht natürlich wie das Spielhallen-Original von MB 1982. Für Kinder 7 bis 14 Jahre ausschließlich zwei Spieler, wie es ungefähr aussieht, sehen wir hier. Wir schauen auf Spielmaterial, die Anleitung wie bei MB so häufig im Deckel abgedruckt. Das Spielbrett, das sieht so aus. Ja, da haben wir Elemente vom Spielautomaten, Straße, einmal den Fluss. Hoppla, nochmal eine Straße und das Zielgebiet, das Ganze gespiegelt für zwei Spieler. So, und dann kommen wir hier. Hier haben wir eine Menge Dinge, die ich mal Leitplanken nenne. Und dann haben wir hier Frösche. So, und das ist schon mal nicht schön. Die sind knallrot und knallgelb, keine Ahnung warum. Sollten hier nicht grün oder braun sein. Das sieht nicht gut aus und das sind natürlich auch so irgendwie Allerweltsfrösche, die können zu irgendeinem anderen Spiel gehören. Also da ist kein großer Wiedererkennungswert. Dann haben wir hier noch zwei Autos, eins in gelb, auch eins wieder in diesem furchtbaren Knallrot. Und dann haben wir hier für den Fluss so Balken, knallgelb, knallrot. Und ein Spezialwürfel, der ist jetzt nachgebaut, nicht original. Das ist der Spielinhalt, wie das aufgebaut aussieht. Das zeige ich jetzt. So sieht es aufgebaut aus und diese Planken, die werden hier reingesteckt. Das ist nicht besonders gut gelöst, weil man damit automatisch das Spielfeld nach und nach zerkratzt. Und weil das auch ziemlich stramm ist hier, teilweise brechen hier diese Befestigungsdinge ab, wenn man nicht aufpasst. Also das ist nicht gut gelöst. Man kann das auch nicht wirklich zusammengebaut lassen, weil es dann mit diesen Leitplanken zusammengeklappt nicht in Karton passt. Ja, warum geht's? Gelb muss hier rüber, rot muss mit den drei Fröschen hier rüber. Kann man würfeln, einmal eine 1 ist drauf, zweimal eine 2, einmal eine 3, ein Balken und ein Frosch. Angenommen, man würfelt eine 3. Dann kann man die Punkte aufteilen, man kann das aufteilen auf die Frösche, man kann hier auch diese Extrateile bewegen, zum Beispiel hier. Das wäre ein Zug, 2, 3. Und der nächste Spieler, wenn der eine 1 würfelt, dann könnte der erstmal das Auto zum Beispiel dahin schieben, um hier ein bisschen sicherer zu sein. Ja, die Frösche, die können nicht durchs Wasser, also man muss dann hier immer diese Balken so hinschieben, dass man da rüberkommt. Dann gibt es hier ein Sonderfeld, dann kann man einen Balken umdrehen, zum Beispiel sieht das dann so aus, dann ist hier eine Fliege. So, und ich schiebe das mal so zurecht, dass es fürs Beispiel passt. Wenn er jetzt hier eine 1 würfelt und auf eine Fliege kommt, dann darf er automatisch, sofern er denn kann, zwei Felder weiter, wird hier dieser Frosch gewürfelt. So, ich manipuliere das mal so ein bisschen hier, dann müssen alle Frösche, die irgendwie schon im Spielfeld stehen, zwei Felder vorgerückt werden. Das wäre bei dem Gelben 1, 2, dann ist auf der Fliege 1, 2, 1, 2 und der kann nicht, weil er da blockiert ist. Naja, und Sieger ist dann, wer seine Frösche als erster hier auf die andere Spielfeldseite gebracht hat. Das ist das ganze Spiel und wie das in Action aussieht, das zeige ich jetzt. Ich habe hier mal ein Spiel durchgewürfelt und optisch erinnert das durchaus an Frogger. Spielerisch hingegen ist das nicht wirklich schön. Also das ist sehr viel Würfelglück und man ist die Hälfte der Zeit eigentlich nur beschäftigt, diese Balken da von links nach rechts zu schieben. Das macht nicht wirklich Spaß. Ich glaube, für Kinder ist das auch nicht unbedingt eine Freude. Da bleibt die Frage, na, für Videospielenthusiasten, ist das ein Sammlerstück, das sich lohnt? Ich würde auch sagen, eher nicht. Also ja, wenn man seine Sammlung vervollständigen will, okay. Aber von der Aufmachung der Figuren her ist das, denke ich, auch nichts, was man unbedingt haben muss.
Ja, das soll zu dem Spiel dann auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr hättet ein bisschen Spaß dabei gehabt. Und hier sind ja noch ein paar Kartons. Vielleicht schaue ich mir das eine oder andere Spiel für euch nochmal an. Bis dahin, vielen Dank fürs Interesse. Alles Gute. Macht's gut. Bis bald. Ciao.